Darf Sie auch recht herzlich begrüßen hier zum Vortrag die moderne Elektroheizung als Vollzusatz oder Hybridlösung mit Wärmepumpen. Kurz zu mir, mein Name ist Sandro Lorch, bin mittlerweile seit 9 Jahren für die Firma Etherma unterwegs im süd- und ostdeutschen Raum und mache hier im Prinzip die Regionalverkaufsleitung. Vielleicht noch kurz 2 Sätze, wer wir sind, was wir machen. Etherma ist im Prinzip, wir sind seit 40 Jahren am Markt, komplett Anbieter im Bereich eigentlich ausschließlich elektrischer Heizsysteme. Im Bereich elektrische Fußbodenheizung, Infrarotheizung, Badheizkörper, Direktheizgeräte, aber auch der Part Frostschutz, also sprich mit alles, was statischer Natur ist, Dachflächenheizung, Freiflächenheizung, Tiefgaragen, Abfahrten, Rampen, Hubschrauber, Landeplätze, also alles, was irgendwie sicherheitstechnisch vor Schnee und Eis freigehalten werden muss. Dazu gehört natürlich auch die ganze Regeltechnik und zu guter Letzt auch der Bereich Wasser für die Brauchwassererwärmung im Haus. Hier haben wir nachher auch noch ein kleines Beispiel dabei vom Einfamilienhaus, das jetzt seit 3 Jahren in Betrieb ist, damit Sie auch mal wissen, was so ein Haus, das direkt elektrisch beheizt wird, auch tatsächlich verbraucht. Mit was für Aussagen wir immer konfrontiert werden zu der Elektroheizung, ist relativ einfach. Also die einen sagen, es ist kostengünstig, ist eine einfache Lösung, ist sehr komfortabel und behaglich. Wir haben aber auch immer das Thema, dass die klassischen Argumente kommen, es ist teuer, es sind Stromfresser, es funktioniert nur als Zusatzheizung im Bad, es ist als Vollheizung einfach nicht geeignet. Und hier möchte ich Ihnen einfach jetzt in den nächsten 18 Minuten jetzt noch ein paar Fakten einfach präsentieren, dass Sie sich da einfach vielleicht auch ein Bild machen können und dass eben die Infrarotheizung oder die elektrische Fußbodenheizung auch wirklich eine Alternative sind, wenn das Gebäude dementsprechend auch passt. Raus aus Öl und Gas ist definitiv nichts Neues, das ist in aller Munde und glaube ich aktueller als je zuvor. Und das GEG hat hier ganz klar jetzt gesagt, dass dementsprechend nur noch moderne, zukunftsfähige Heizungen auf Basis von eben 65% regenerativen Energien eingebaut werden dürfen. Hierzu hat das GEG auch eindeutige Erfüllungsoptionen genannt und zum ersten Mal ist eben die Stromdirektheizung hier auch wirklich explizit auch so genannt. Um die Stromdirektheizung im Neubau oder auch im Bestand einsetzen zu können, gibt es aber definitiv Anforderungen, die auch eingehalten werden müssen. Und da sagt einfach das GEG ganz klar, wenn das im Neubau eingesetzt wird, dann brauche ich mindestens Effizienzhaus 40, was heute eigentlich eh dem Standard mittlerweile entspricht. Und im Bestand dementsprechend Effizienzhaus 55 oder aber sogar, wenn es eben eine bisherige wassergeführte Heizung ist, die verbaut wurde, dann muss es auch hier Effizienzhaus 40 Standard haben. Es gibt aber auch ganz klare Ausnahmen, wo einfach der Gesetzgeber sagt, hier greift diese Anforderung nicht. Und zwar ist das einmal, wenn das Gebäude bisher schon mit Nachtspeicheröfen beheizt wurde, also schon eine rein direkte elektrische Heizung hat, dann kann ich hier natürlich von vornherein austauschen, im Bestand jetzt. Es gilt nicht bei Hallen, bei Industriehallen machen wir auch sehr viel, auch in Hybridlösungen, wo da einfach gewisse Höhen dementsprechend vorhanden sind und da eingehalten werden müssen und eben in Wohngebäuden mit maximal 2 Wohneinheiten, wo der Eigentümer selber praktisch mit drin wird. Also überall da ist es eine pauschale Erfüllungsoption und kann direkt umgesetzt werden. Jetzt ist es so, Elektroheizung ist einfach eben nicht gleich Elektroheizung. Also es gibt da wirklich Unterschiede. Also Sie können jetzt einen Heizlüfter oder einen Konvektor nicht mit einer Infrarotheizung, mit einer Strahlungsheizung vergleichen. Weder in der Effizienz noch in der Wirkungsweise. Und hier haben wir jetzt einfach das nochmal kurz, die Unterschiede. Also klassische Konvektionsheizung, Konvektionsgeräte erwärmen eigentlich nur die Luft. Das heißt, ich brauche einen Wärmeträger Luft, der dementsprechend dann meine Energie transportieren muss und in den Raum wieder abgeben. Diesen Umweg gehen wir eben nicht. Sie sind energieintensiv, sie wirbeln natürlich Staubpartikel auf, wenn Konvektion da ist und wir haben immer erhebliche Unterschiede zwischen Boden und der Decke. Das ist aber normal, weil warme Luft einfach nach oben steigt. Bei einer Strahlungsheizung ist es ganz einfach so, wir brauchen kein Medium. Das heißt, wir erwärmen direkt physikalisch Festkörper, Personen, Möbel, Schränke, Wände, Boden, Decke.
und haben so auch im Prinzip durch diesen Strahlungswirkungsgrad, den wir einfach haben und eben ein Heizlüfter oder sowas nicht, ermöglicht es uns einfach, die Raumtemperatur bei gleicher Behaglichkeit um 3 bis 4 Grad abzusenken. Das ist energetisch de facto da, das sehen wir nachher auch in den Realverbrauchwerten bei dem Haus, wo wir dabei haben, aber rechnerisch wird es einfach nicht betrachtet, leider. Wir haben eine homogene Temperatur, also das heißt, wir haben nahe angehend die gleiche Temperatur vom Boden bis zur Decke. Und man kann es eigentlich am besten mit einer Sonneneinstrahlung oder Kachelofen vergleichen und haben eben keine Staubpartikeltransportation. Wichtig ist hier noch, wir haben jetzt seit 2022 gibt es eine neue Norm, die erstmalig den Strahlungswirkungsgrad ermittelt, wo man das auch wirklich dann mal vergleichen kann. Und hier ist es einfach so geregelt, dass die DIN IEC 60675-3 ganz klar sagt, was ist eine Infrarotheizung und was ist keine. Also wir brauchen mindestens einen Strahlungswirkungsgrad von 40%. Und da gibt es eben Geräte, die kommen da nicht drüber, die erfüllen diese Norm nicht. Dann redet man auch nicht von einer Infrarotheizung, das funktioniert auch nicht. Es gibt aber auch natürlich Unterschiede von 40-70% Strahlungswirkungsgrad, wo es da einfach unterschiedlich ist. Also ganz wichtig, die Norm gibt es jetzt seit 2022, ist interessant. Das, was ich hier jetzt alles erzählt habe, ist auch von der HTWG Konstanz nachgestellt worden und auch ganz klar bestätigt worden. Und zwar ist da eine Studie, er hat eine Studie stattgefunden von 2017 bis 2019. Und zwar das Forschungsprojekt war die Potenzial von Infrarotheizungssystemen für hocheffiziente Wohngebäude. Und in dieser Studie wird eigentlich das, was wir gerade schon in der vorherigen Folie gesprochen haben, definitiv bestätigt. Also das heißt, wir haben gleiches Wohlbefinden bei niedriger Raumtemperatur. Somit spart man natürlich auch Energie. Wir haben eine hohe Behaglichkeit, wir haben geringe Übergabeverluste, ist auch klar, wenn wir kein Medium erwärmen müssen, das dann wieder die Wärme rum abgibt, sondern direkt gehen, haben wir das einfach. Wir haben hohes Einsparpotenzial, da wir definitiv eine Einzelraumregelung haben und haben nicht irgendwo eine Zentrale im Keller, die einfach immer warm macht und da, wo ich es brauche, abgibt, sondern hier ist die Funktionsweise einfach anders. Die Räume, die nicht genutzt werden, werden einfach nur vom Auskühlen geschützt und wenn man sie braucht, dann dementsprechend hochgefahren. Und man hat natürlich auch erhebliche Vorteile bei der Installation, Wartung, Flexibilität und oder Rückbaubarkeit, was ich bei anderen Heizsystemen einfach nicht habe. Es gibt da wirklich vielfältige Einsatzmöglichkeiten bei dem Heizsystem. Und das muss wirklich individuell dann auch auf den Kunden zugeschnitten werden. Das kann die elektrische Fußbodenheizung sein, das kann einfach nur eine Zusatzheizung sein im Bad. Das kann auch als Vollheizung im Neubau oder in gut gedämmten Gebäuden sein. Die Geräte gibt es als Spiegel, als Foto, also gibt es in allen möglichen Varianten. Aber alles zusammen ist immer das Gleiche. Wir haben eine einfache Montage, wir haben einen sehr, sehr geringen Invest. Das werden wir nachher auch noch sehen. Und wir haben eigentlich keine Wartung, weil wir keine mechanischen Bauteile haben. Und dementsprechend natürlich eine lange Lebensdauer. Wichtig ist, die Elektroheizung immer im Systemgedanken zu sehen. Also das heißt, ich brauche einfach eine Photovoltaikanlage. Wenn ich mit, unabhängig ob das jetzt die Elektroheizung ist oder eine Wärmepumpe, alles was mit Strom funktioniert, macht es natürlich immer Sinn, wenn ich den Strom auch selber erzeugen kann. Also im Idealfall ist es einfach der Systemansatz. Ich habe eine PV-Anlage und oder Batteriespeicher. Ich habe ein gewisses Energy Management, um einfach eine gewisse Intelligenz zu haben, damit ich auch eine vernünftige Überschussregelung machen kann. Und ich habe dann dementsprechend, egal ob das die elektrische Fußbodenheizung ist oder eine Infrarotheizung, als Verbraucher, als Abnehmer für die Wärme. Das Ganze funktioniert auch im Mehrfamilienhausbereich. Und zwar, das ist jetzt mal ein Beispiel. Hier hat man wirklich das Autarkie-Team, der eine oder andere kennt vielleicht den Herr Professor Timo Leukefeld. Die haben hier also in Aschersleben, das ist im Osten, wirklich einen alten Plattenbau komplett saniert. Umgebaut mit Photovoltaik, Fassadenmodule, Dachmodule, Batteriespeicher. Das ist eigentlich ein komplett autarkes Gebäude. Komplett direkt elektrisch beheizt. Funktioniert. Das Gleiche funktioniert aber natürlich auch im Einfamilienhausbereich. Hier habe ich Ihnen jetzt mal ein Beispiel mitgebracht. Das ist jetzt eins der Häuser, die wir seit Jahren jetzt energetisch einfach betrachten und vergleichen. Das ist ein Holzständer KfW 55 Haus. Der Erstbezug war 2020, klassisches Einfamilienhaus mit Keller 200 Quadratmeter, also pro Stock ungefähr 70 Quadratmeter. Es liegt auf 633 Meter, also jetzt nicht unbedingt ganz flach, nicht ganz hoch, aber da kann es schon kalt werden.
Ja, das ist komplett direkt elektrisch beheizt. Es hat eine 10 kW PV-Anlage ohne Batteriespeicher. Ist Ost-West-Ausrichtung und die elektrische Heizung, die hier installiert wurde, ist eine elektrische Fußbodenheizung gewesen in Verbindung mit Infrarotpanelen von insgesamt knapp 8,5 kW, wo in dem Haus verbaut wurde. Und wir haben natürlich zur Warmwasserbereitung eine Brauchwasser-Wärmepumpe, weil irgendwo muss das Wasser ja auch herkommen, das Warme. Jetzt kommen wir mal zu den Erträgen und zu den Verbräuchen. Es sind die Realverbräuche vom letzten Betriebsjahr. Also das Gebäude hatte einen PV-Ertrag erwirtschaftet mit der Anlage von 10.700 Kilowattstunden. Davon wurden 3.017 eigenverbraucht. Ohne Batteriespeicher, mit dem Batteriespeicher könnte man den Anteil sicherlich noch nach oben schieben. Das Interessante ist, der Stromverbrauch von dem gesamten Gebäude lag im Abrechnungsjahr bei 8.088 Kilowattstunden. Es ist nur ein Zähler verbaut. Wir haben keinen Wärmezähler, wir haben wirklich nur einen ganz normalen Eintarif-Stromzähler, wo der Haushaltsstrom draufläuft, wo Warmwasser draufläuft, wo Licht draufläuft. Also der ganze Strom läuft auf diesen einen Zähler. Anteilsmäßig 54% davon entfallen ungefähr auf die Heizung und auf die Warmwasserbereitung. Wenn ich jetzt meinen Eigenverbrauch abziehe, dann hat der Bauherr noch letztes Jahr 5.071 Kilowattstunden zukaufen müssen. Ja, das war das, was er einfach an Energie gebraucht hat, wo er weder durch Speicher noch durch Sonne im Winter nicht abdecken konnte. De facto hat der Bauherr Betriebskosten gehabt in 2023, die 5.071 Kilowattstunden, die hat er für 32,1 Cent kaufen müssen. Unterm Strich, wenn ich die Einspeisevergütung habe, von 8,2 Cent aktuell, ist der letztes Jahr auf knapp 1.000 Euro gelandet, Gesamtbetriebskosten. Wenn ich das jetzt runterrechne auf 12, oder durch 12 Monate teile, dann komme ich da auf 83 Euro. Davon entfallen ungefähr 45 Euro auf Heizung und Warmwasser. Ja, nochmal, es ist eine Stromdirektheizung verbaut, keine Wärmepumpe, nichts. Das sind die tatsächlichen Verbrauchswerte. Die Investkosten, dass man das vielleicht auch mal gegenüberstellen kann, die gesamte Heizung für das Haus hat ungefähr 14.000 Euro gekostet. Die Brauchwasser-Wärmepumpe lag ungefähr bei 3.000 Euro. Hier müssen wir dann auch irgendwo ein Reinvest rechnen. Wir wissen alle, eine Wärmepumpe hat irgendwo eine mittlere Lebensdauer von 15 bis 18 Jahren. Das heißt, die Brauchwasser-Wärmepumpe wird dann auch irgendwann wieder fällig werden. Deswegen haben wir hier mal 200 Euro veranschlagt. Für die restliche Heizung haben wir eine Lebensdauer von 30 bis 40 Jahren. Deswegen ganz einfach, betrachten Sie bitte immer die Gesamtkosten, nicht nur die reinen Betriebskosten. Und zu den Gesamtkosten, zur Wahrheit gehört halt auch, klar, die Betriebskosten sind da, es gehören aber auch die Investkosten dazu, es gehören gegebenenfalls Wartungskosten dazu und die Lebensdauer. Und man muss sich eigentlich immer die eine Frage stellen, wann ist meine Amortisationszeit bei meinem jeweiligen Heizsystem erreicht? Und das muss sich jeder selber durchrechnen, Invest zu Verbrauch. Es gibt aber auch hybride Lösungen. Der Lösungsansatz ist hier, nicht unbedingt immer im alten Haus die Heizung sofort rauszureißen. Das macht auch nicht immer Sinn. Das macht manchmal Sinn, macht aber auch oft keinen Sinn. Und deswegen gibt es ja auch definitiv hybride Projekte, die auch umgesetzt worden sind. Und zwar aktuell, das war jetzt letztes Jahr von der TU Dresden. Und zwar ist da auch die Infrarotheizung zur Spitzenlastabdeckung eingesetzt worden. Und zwar, was hat man gemacht? Man hat ein vorhandenes, wasserführendes System, das war eine Gastherme, genommen. Man hat die nicht rausgerissen, sondern man hat einfach den Vorlauf von 70 auf 40 Grad runtergemacht. Mit diesem Vorlauf wurde praktisch der Grundbedarf vom Haus gedeckt. Zur Spitzenlastabdeckung hat man in den exponierten Bereichen Wohnzimmer, Kinderzimmer, Büro, Infrarotheizung installiert. Warum? Weil die relativ schnell reagieren. Sukzessiv hat man dann die Gasheizung ein Jahr später dann auch ausgetauscht gegen eine kleinere Wärmepumpe, die dann auch eben nur zur Grundlast dient, weil die Infrarotpaneele sind ja schon drin. Aktuelle Studie von der TU Dresden ist auch auf der Verbandsseite zum Runterladen da, kann sich jeder anschauen. Man ist hier wirklich mit den Verbrauchskosten vom Gas deutlich runtergekommen. Also man muss nicht immer gleich tauschen. Es gibt auch hybride Ansätze, wo man durchaus sinnvoll umsetzen kann. Geht sicherlich nicht immer, aber es muss es individuell betrachten. Ich glaube, das, was wir jetzt gesehen haben, ist
dass wir durchaus eine Alternative sein können. Also die Elektroheizung hat ihre Berechtigung, im gut isolierten Neubau sowieso. Als Ergänzung für wenig genutzte Räume sowieso, um Spitzen abzudecken. Im Bestand muss man sagen, es kann eine Alternative sein. Voraussetzung ist natürlich, dass mein Gebäude jetzt nicht unbedingt der Worst Case ist. Zur Spitzenabdeckung für die sukzessive Sanierung, das haben wir gerade gesehen mit der TU Dresden. Und eben in wenig genutzten Gebäuden, das können Vereinsheime sein, das können Ferienwohnungen sein, Apartments, wie auch immer, wo ich eben nicht immer eine gewisse Wärme vorhalten muss, sondern wirklich dann, wenn ich Bedarf habe, auch heizen kann. Da macht das durchaus Sinn. Und natürlich als lokale Zusatzheizung bei Arbeitsplätzen in Büros oder Produktionshallen, auch da wird das gern eingesetzt, dass man hybride Systeme nimmt. Man lässt die Heizung, wo drin ist, da. Man fährt den Bedarf runter und arbeitet dann mit sogenannten Hotspots in den Produktionshallen zum Beispiel. Da, wo gearbeitet wird, wo konfektioniert wird, wo Versand ist, da wird dann zugeheizt und eben nicht immer gleich die ganze Heizung rausgemacht. Hier noch ein paar Marktbegleiter von uns, die Ihnen am Markt begegnen können. Wir sind alle Mitglied der IG Infrarot vom Verband. Und deswegen mein Appell an Sie, seien Sie technologieoffen, schauen Sie über den Tellerrand raus. Es gibt nicht die Heizung, die für jedes Gebäude immer passt. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Und deswegen bitte seien Sie offen, betrachten Sie es individuell. Und dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch eine schöne Restmessewoche oder einen Resttag.